Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia, The Dark Descent. Ja, liebe Horrorfreunde, hier geht's weiter. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, was hier noch so alles auf uns zukommt. Vorne ist noch ein Raum. Machen wir besser hinter uns die Tür zu. Ah, eine Notiz. 4. August 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers, and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb, and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Okay, Daniel scheint mit einer Kugel sehr stark verbunden zu sein. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Komm, füllen wir jetzt noch einmal hier schön die Laterne auf. Das ist mein Stichwort, hier wegzugehen. War eigentlich so klar, dass da jetzt sofort der Monster an die Ecke kommt. Ich habe damit gerechnet. Aber ich frag mich, wo das Monster hergekommen ist. Warten wir mal. Weg. Keiner mag dich sehen. Du bist ein... Ja, Daniel, schau ins Licht. Noch ist alles okay. Darf ich sagen, wie krank das eigentlich ist? Mit der Musik hier auch so. Das macht irgendwie schon so ein wenig nervös. Vor allem, wenn man hier so völliger Dunkelheit so spielt. Die richtigen Voraussetzungen ist das Spiel richtig schlimm. Okay. Weiter geht's. So. Hier haben wir schon reingeschaut. Was sagt denn eigentlich unser Memento? Kein Memento ist vorhanden. Das ist mal wieder richtig geil. Das freut mich. Also was haben wir denn überhaupt dabei? Säure, Hammer und Meißel, Handbohrer, hohle Nadel und noch das normale Zeugs. Was ist denn das da vorne? Das hat mich jetzt gerade ein wenig erschrocken. In sehr schlechten Zustand. Das ist durch ein altes Schloss. Vielleicht können wir es hier... Oder mit der Säure? Ah. Wow, scheiße, Monster. Boah, scheiße, es hat uns gesehen und wir sind noch gerade raus. Die Kugel zu bewegen war, als würde man einen Stern in den Nachthimmel haben. Boah, ich hasse diese Musik, wenn dich ein Monster entdeckt hat. Was folgt uns immer noch? Nee, doch nicht. Gott sei Dank. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure.
but we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okay, das Getriebe muss da geölt werden. Was ist denn das? Ölabfluss. Nehmen wir doch so. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Oh nein. Wollen wir jetzt echt sagen, dass hier wieder ein Wassertal kommt? Ist es zu tief? Wenn wir jetzt auch sagen, dass Daniel nicht schwimmen kann. Ich mag das Öl. Woher weiß Daniel schon, dass kein Öl mehr nötig ist? Okay, was sagt die große Tür hier? Sie rührt sich nicht. Okay. Dann ölen wir mal hier ein wenig. Haben wir das Glas eigentlich noch? Ja. Oh. Okay. Vielleicht müssen wir das Ding hier nochmal runterfahren lassen. So. Vielleicht jetzt nochmal. Okay, jetzt nochmal richtig schön. So, richtig zack. Ha. Wir haben ein Rohr verbogen. Und wir müssen die Leiter hier raufklettern. Kennt mich schon mal gar nicht. Ich wollte jetzt gerade in die Third-Person-Sicht wechseln. Da kommen wir... Ah, da sind Brücken. Vielleicht können wir die irgendwie runterfahren. Sagt da was? Nee. Hm. Gut, was sagt das Memento? Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Woher weiß Daniel, dass das Osten ist? Ganz ehrlich, woher weiß er der Kerl das? Gut, wir gehen erstmal hier in den Steuerraum. Was auch immer der Steuerraum bringt, Postmahlzeit. Ich muss sagen, es geht ziemlich gut voran. Ich mag solche Rätselspiele. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Ich hab da irgendwas gehört. Aber ich höre keine Musik. Okay. Na komm, zusammen. Öffne dich. Hm. Nee, das ist keine Notiz. Wieso leuchtet das Teil so komisch? Na komm, die schmeißen wir raus. Hey! Cool, wir können die Teile hier rauf und runter schrauben. Da ist immer so ein Klicken. Ist das normal? Ach. Shit on it. Gehen wir erstmal hier weiter. Ist das hier hinter Monster? Hm. Da, schon wieder so eine komische Scheiße. Hier sind auch schon wieder solche komischen Gewichte. Können wir die eigentlich so anschubsen? Ja, der Kiste können wir es. Gut. Können wir die Teile hier drehen? Steckt fest. Hm. Gut. Ein schweres Tor. Dann drehen wir hier mal. Ach, das Teil fährt wieder runter. Hm, ich habe eine Idee. Wenn es nicht mehr runterfährt, vielleicht kann das Ding hier keine Kisten kaputt machen. Das werden wir jetzt sehen. Tatsächlich. Ja, wenn, dann möchte ich es so hoch haben, dass ich ohne Probleme durchlaufen kann. Nicht, dass ich mich ducken muss. Weil ich ducken mich... Shit. Krieg ich eigentlich Schaden, wenn ich dann so drunter stehe? Nee. Okay. So. Tada! Gut. Ich könnte mir auch irgendwie schlecht vorstellen, dass hier ein Monster kommt, weil hier haben wir kaum Versteckmöglichkeiten.
Schon wieder so ein komisch leuchtendes Rohr. Steckt fest. Wieso steckt hier alles fest? Ah, Öl. Unsere Laterne braucht kein Öl, die ist noch ziemlich voll. Hier hinten, eine Notiz. Maschine. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in die Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzkurs gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den ich nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, erst ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet und alle Teile sorgsam aneinander zu fügen. Brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Okay, vielleicht unter der Treppe noch was? Nee. Gut. Was der Kerl uns auch immer damit mitteilen wollte, Daumen hoch. Gut. Checken wir mal die Tür hier ab. Das da ist nicht ganz oben. Eine hölzerne Kurbel. Wir haben eine hölzerne Kurbel gefunden. Eine Kurbel für eine Maschine. Schön. Zange. Können wir hier was machen? Ja. Da geht's nach oben. Da geht's nach oben. Und da geht's nach unten. Ich wette, wenn wir das jetzt wieder rauf machen, dann... Was ist denn hier kaputt? Steckt fest. Steckt fest. Na komm. Hallo? Ah, ich hätte ihn wahrscheinlich ganz durchdrücken sollen. Okay, was wir auch immer... Ich hab grad gedacht, es wäre in die Musik gekommen, dass uns ein Monster entdeckt hat. Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Rohre. Ich glaube, ich weiß, was man hier machen muss. Wir haben doch hier vorhin diese Rohre gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie viele es gewesen sind. Genau, da haben wir ein Rohr. Hier noch eins? Ne, da ist noch eine Zünderbuchse, die ich völlig übersehen habe. Ganz toll. Wie viel haben wir denn? 62. Hurra! Kann mal sehen, wie sparsam ich mit den Teilen hier umgehe. Na komm. Was? Zu... Komm mit. Ach man, Spiegel. Mach jetzt keinen Scheiß, Daniel. So. So geht's doch. So. Bringen wir erstmal hier alle Rohre auf diese Seite, die wir hier gefunden haben. So, du kommst jetzt mal ohne Probleme mit. Geht doch. War hier irgendwo noch ein Rohr? Boah, ich habe schon wieder gedacht, dass uns ein Monster entdeckt hat. Weil irgendwie hört sich der Dampf von dieser Maschine hier wirklich danach an. Das macht irgendwie voll... Boah. Da liegt noch ein Rohr. Ein erleuchtetes. Ja, wie auf einmal das Licht verschwindet, wenn man es berührt oder auch nur aufnimmt. So, alle in den Raum hier. 3 Rohre. Was müssen wir denn jetzt versuchen? Tür zu, weil sonst kommt doch noch ein Monster rein. So, was müssen wir... Ah, die fügen sich von selber ein. Tada! Okay. Kann man hier auch noch anderes machen? Die kann man auch noch so umverschieben, sehe ich gerade eben. Oder wartet. Kommt eine Idee, wenn wir das dann so machen. Und dann das Teil. Hier. Wow.
Was wir auch immer gemacht haben. Was hat denn das Memento? Fällt ins Gefühl nicht los, dass wir was mit dem Gewicht, dass wir auch noch was mit den Gewichten machen müssen. Bis es da drin irgendwie so komplett verhakt ist. Ich höre da immer so ein Klacken, wenn ich das drehe. Ich glaube, das muss man so machen. Da war wieder das Klacken. So, hier. Habe ich nicht recht gehabt? Bin ich nicht genial? So. Ich denke die ganze Zeit, dass hier ein Monster ist, was uns gerade entdeckt hat durch diesen ganzen Dampf. Hier gehen wir erstmal wieder raus. Boah. Bin ja voll Kopfweh. Jetzt? Ha! Jetzt kommt das Teil hier runter. Na komm, komm. Was? So. Die Brücke stecken liegen und muss angehoben werden. Wieso? Daniel, mach dich mal. Mach dich mal. Nütz. Scheiße, sie wollen jetzt echt, dass ich. Okay, da müssen wir uns was einfallen lassen. Gehen wir mal hier über die Brücke. In die Zisterne. Ich bin mal gespannt, was uns hier drin jetzt erwartet. Wasser. Hurra. Wisst ihr schon, wie sehr ich mich auf Wasser wieder gefreut habe? You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Mir ist aufgefallen, wenn Danny in einem Flashback ist, kann er viele Sachen nicht mehr machen. Wie zum Beispiel weit springen. Das konnte er noch nie, aber was soll's. Weil jetzt komme ich hier ohne Probleme rüber und springe fast zu weit. Im Flashback schafft er es nicht mal annähernd. Hm, die Brücke hier. Hm. Öl. Zünderbuchse. Ein schwaches Murmeln halt durch die große leere Kammer. Stimmt, da hört man irgendjemanden wimmern. Okay. Und hier. Da hinten ist eine Kurbel. Spring! Was? Nein. Nein. Da ist schon wieder eines dieser doofen Viechern. Hey, eine Notiz. 7. August 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Okay. Drehen wir mal. Kanalisationswasser umleiten. Okay. Was wir auch immer hier gemacht haben, ist es definitiv nicht gut. Ah, da läuft jetzt Wasser rein. Wasser tritt langsam in die Kammer ein.
Weil wenn da jetzt jemand drin ist, der ist definitiv ein Problem. Und soll ich mal sagen, was mir hier gar nicht gefällt? Die Schritte immer noch von vorhin, von dem Wasser. Ich habe das Gefühl, ich glaube, dass wir jetzt hier ganz geschickt rangehen müssen. Weil ich glaube, hier sind diese Wassermonster drinne. Deshalb schleiche ich hier mal durch. Gut, wir werden jetzt sowieso gleich den Part beenden, weil ich hier sonst gerade wieder so ein Haumichblau kriege. Da. Definitiv, hier sind diese Viecher. Okay, an dieser Stelle werden wir den Part beenden. Das war Let's Play Amnesia, The Dark Amnesia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.